Bild veröffentlicht von illegaler Rave in Frankreich gerät völlig außer Kontrolle. Video. Bilderklärung schrieb er, rund 1500 Menschen versammeln sich im bretonischen Ort Trédon in Frankreich zu einer illegalen Rave-Party. Sie wollen feiern, doch wegen Corona ist das verboten. Die Polizei braucht mehr als 7 Stunden, um die Ansammlung auszulösen. Dabei werden mehrere Menschen verletzt. Ein 22-Jähriger verliert sogar seine Hand. 5 Männer werden festgenommen.